Nous sommes réunis aujourd'hui avec Michael Roth et une partie importante du gouvernement allemand et du gouvernement français pour le Conseil des ministres franco-allemands qui se réunit régulièrement. Ce qu'il a de particulier cette année, c'est que nous allons nous concentrer sur quelques thèmes prioritaires qui sont celui de l'éducation et de la jeunesse, celui de l'économie et de la croissance et celui de la sécurité et de la défense. Et puis, nous avons installé ce matin avec Michael Roth et Thomas de Maizière côté allemand et mon collègue Gérard Collomb et moi côté français, un conseil franco-allemand de l'intégration pour échanger ensemble sur les défis et les bonnes pratiques que nous pouvons avoir sur l'intégration des populations étrangères dans nos deux pays. C'est ce qui fait que nous sommes ici maintenant à la Philharmonie pour rencontrer l'association Demos qui va à la rencontre d'enfants de milieux peu favorisés pour les amener vers la musique et vers la culture en général. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen bei meiner Kollegin Nathalie Loiseau. Wir haben es mit vielen Krisen und Konflikten in der Welt zu tun und wir Deutsche und Franzosen müssen beweisen, dass sich diese Konflikte friedlich lösen lassen und dass Freundschaft, Teamarbeit unserer Welt gut tun. Wir haben viel geleistet in den vergangenen Jahrzehnten und wir sind jetzt in einer neuen Etappe, um zu beweisen, dass Deutschland und Frankreich Europa besser machen können. Wir sind hier in einem Konzerthaus und das macht deutlich, dass man nicht immer nur eine Sprache sprechen muss, sondern dass es auch Dinge gibt, die Menschen zusammenbringen. Kultur, Musik, Literatur. Das ist alles ein einigendes Band und vielleicht ermutigt es uns auch, dass wir Vielfalt nicht als etwas Schwieriges sehen, sondern dass wir auch in der Vielfalt eine Bereicherung sehen. Und das macht uns stark in Europa und das macht uns aber auch stark in der deutsch-französischen Zusammenarbeit. Deshalb geht es in der deutsch-französischen Kooperation nie alleine nur um die große Politik, sondern es geht immer auch um Kultur, es geht um die Frage, wie kann man junge Leute auch begeistern für Europa, wie kann man junge Leute begeistern, sich nicht vom Nationalismus und vom Populismus anstecken zu lassen, wie kann man junge Leute begeistern, neugierig durch die Welt zu gehen und friedlich und respektvoll miteinander umzugehen. Und ich hoffe, dazu einen kleinen Beitrag leisten zu können.